Das war's mit den Abenteuern auf dem Vulkan. Wuhu! Es sei denn, irgendwer schreibt mir in die Kommentare, wo der Schatz ist, dann komme ich eventuell nochmal hierher den holen, aber ansonsten nö. So. Ich würde gern Sachen anziehen, die nicht scheiße aussehen. Danke. Ich würde gerne Sachen ausrüsten, die nicht scheiße aussehen. Also am besten legst du einfach mal alles weg. Ja, okay, der Schild kann bleiben, der macht keinen Schaden. Mach mal bitte jemand Daruks Schild weg. Ich weiß nicht, wofür ich den eventuell noch später brauche. Die restliche Küche extra 2 lesen. Hallo, hier ist wieder eure Kletis, Königin von Klatsch und Tratsch, ob zu Hause oder auf Reisen. Das neueste Gerücht, das mir zu Ohren gekommen ist, kann selbst ich kaum glauben. Das Wunder der Teleportation. Es soll einmal ein Medaillon gegeben haben, das den Besitzer jederzeit dorthin holen konnte, wo er es abgelegt hatte. Für jeden Geschäftsreisenden oder Abenteurer ein wahr gewordener Traum. Dieses Artefakt soll ho noch heute in einem Labyrinth im Nordosten von Arcada in den Tiefen der Erde versteckt sein. Wie glaubwürdig dieses Gerücht ist, überlasse ich dem Urteil meiner Leser. Tätigs Gerüchte, Empfehlungspunkte 5 Sterne. Ja, richtig, genau, ich vergaß. Wie konnte ich vergessen? Es ist im Prinzip an dem Ort, wo das Diadem war, das Diamantdiadem, glaube ich. Weil ich meine, in meiner Beschreibung gelesen zu haben, dass es in so einem Loch vor dem Schrein ist. Und das einzige Loch vor dem Schrein, das ich kenne, ist das, das runterführt in diese Halle voller Viecher. Vielleicht sollte ich einen anderen Schild ausrüsten. Ich hoffe, ich habe jetzt meine Ruhe, ja? Ach, was will ich mir ein? Garantiert nicht. Ich werde ja sehen, wenn einer von denen wieder aufmüpfig wird, ne? Ah, da hinten, ich sehe schon die Truhe. Gut, ich hab's gefunden. Wisst ihr noch, als wir das letzte Mal hier waren? Wo ich wieder weinend weggerannt bin? Und jetzt hier einfach so, ja, komm, puff, 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 weg. They were never any hindrance. Okay, dann mal sehen. Was ist Schwert der Kraft zurückgegangen? Das wird ja immer besser. So, ja, gib mir die antike Achse. Ich gehe jetzt hier einmal durch. Wenn wir schon mal hier unten sind und Zeug haben, dann kann ich auch gleich, ne? Verstehst du? Ich wünschte, es würde schneller gehen. Egal, ihr habt ja ein bisschen Zeit, ne? Jetzt, wo nicht so stressig ist, können wir mal den Ort ein bisschen wertschätzen. Möchte man sagen. Antike Scharaube. Nicht zu verwechseln mit der Schreckschraube.
Oh. Willst du dich bitte umdrehen? Alter, ey, wie kann man mit so einem Schild auch noch gegen das Ding verlieren? Es wird ja immer besser hier. Was? Okay. That was not what I had in mind. Hättest du die Güte, einfach mal drauf zu gehen? Sie sind also noch nicht alle tot. Ich glücklicher. Wie Energie mir das gleich wieder abgezogen hat. Ich könnte wetten, der da hinten ist auch noch ganz. Bei denen da am Eingang bin ich mir so sicher, der sieht nicht so aus, als würde er sich nochmal erheben können, aber der da und der da andere, also links und rechts gerade, die sehen aus, als hätten die noch was drauf. So, gib mir mein Teleportmedaillon, aber hab. Teleportmedaillon, ein mysteriöses Medaillon, das unter uralter Technologie hergestellt wurde, mit uralter. Öffne deine Tasche und registriere deinen Standort als Teleportziel. Okay. Teleportation, geschafft. Alles, damit der Questlog weniger wird. Ja, die sieht sowas von noch lebendig aus. Frage ist, ob ich ihm diesmal die Beine abgeschnitten kriege oder nicht. Das war gerade ein bisschen nervig, offen gesagt. Ich will nicht so viel von dem Schild verschwenden. Am Ende geht es noch kaputt und dann habe ich ein Problem. Ja, alles easy. Wie, was hatte ich denn schon? Offenkundig, den Händen auch, ich denke, oder? Muss er dann? Nee, den hatte ich noch nicht. Okay. Ist dir sicher, dass ich dir noch nicht Teil entnehmen kann? Nicht noch, okay. Okay, so, den da behalte ich im Auge. Ich behalte euch beide im Auge. Warte mal, davon ist noch so einer, der aussieht, als könnte sich bewegen. Wofür ich den Schrott brauche, weiß ich auch noch nicht. Wer die Seelen nicht brauche, aber. Okay. Der stellt sich nicht tot? Was mit dir? Du stellst dich auch nicht tot? Das sollte mich auch wundern. Sollte mich auch wundern, weil du direkt am Eingang bist. Das hätte ich gemerkt, wenn du lebendig wärst. Okay, was ist dieser Platz hier? Der muss doch für irgendwas gut sein.
Gut, ich glaube, da war damals das Diadem drauf, also lassen wir es dabei. Welches Teleportziel könnten wir uns denn mal vornehmen? Nee, beim Schloss habe ich einen Infiltrationspunkt. Das ist unnötig. Eigentlich komme ich überall hin, oder? So mal rein theoretisch gesehen. So, erst Mifa oder erst Ravioli? Ich denke, Ravioli wäre ganz interessant. Ja, warum nicht? Warte, die Frage, warum nicht, kann ich mit was anderem beantworten? Wenn überhaupt. Mal gucken, was haben wir hier eigentlich noch? 1, 2, 3 Erinnerungen. Quasi noch die Bonuserinnerungen, wenn ich die alle habe. Dann haben wir die Erinnerungen. Zusätzlich der letzten, die da noch fehlt. Mensch, da kann ich mir irgendwann mal alle am Stück angucken. Das wird eine lustige Folge, wo wir einfach nur uns eine Dreiviertelstunde lang alle Cutscenes ansehen, damit wir die Story von dem Ganzen hinkriegen. Soll ich das rausbringen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Besiege Kanone. Erinnerungsfoto, genau. Der letzte Ort der Erinnerung, was da vorgefallen ist. Tja, ich weiß, was da vorgefallen ist, aber gut, ich habe das Spiel auch schon vor ein paar Jahren mal gespielt. Was heißt vor ein paar Jahren? Seit ein paar Jahren spiele ich das Spiel. Mittendrin waren nur mal ein paar Monate Pause. Juhubel. Ist dir kalt? Natürlich ist dir kalt. Was frage ich auch so blöde? Frage ist, was ziehen wir dir dagegen an? Ja, why not? Ja, warte mal, wir tauschen das mal lieber. So viel Style muss sein. Wobei, ist das stylischer? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, so passt besser. Weißt du was? Ich habe voll die geile Idee. Es mag gerade nicht so ganz zusammenpassen, aber das lässt sich ja ändern. Ich mache einfach alle Klamotten, die ich habe, schwarz. Dann passt alles zusammen. Die Frage ist, ob ich genug Material dafür habe, aber müsste eigentlich, oder? Es würde mich wundern, wenn nicht. Immer pisst das hier. Hey du Spaten, ich geh mal gleich da oben hin, soll ich doch bestimmt, oder? Okay, ich spreche mit dir. Ja, ist passiert. Du kennst die Sache, oder? Einfach rauf und los geht die Dose. Also los, 20 Rubine. Ach, richtig, du willst auch noch Geld haben. Hey. Ja, die ganze Garnitur. Farbe wählen. Okay, was haben wir denn? So, das hier wäre Rivali-Farbe, ne? Aber ich gehe einfach mal mit dem Schwarz, was ich sowieso schon habe. 5 Materialien davon willst du. Was? Meine tollen Trüffel? Bist du bescheuert? Ja, hier kommen die Feuersteine, die braucht kein Schwein. Okay, und los. Besten Dank! Luft anhalten und los!
Blutrot kommt die Farbe nur selten raus. Diese Farbe verrät dein unterdrücktes Verlangen. Was? Nach was? Vogeldarm? Hast du recht. Wenn du noch einmal umfahren möchtest, wende dich an mich. Ich weiß ganz genau, wem ich damit imponieren will. Beim Federkleid. So. So ist gut. So ist gut. So kann man machen. Besser als eben. Welche Kleidung sollte ich noch einfärben? Wenn ich schon mal hier bin. Also die Mütze können die noch schwarz machen. Das wäre eventuell sinnvoll. Ich glaube, das Reckengewand da oben kann ich nicht färben, weil ergibt ja auch keinen Sinn. Ich glaube, die hier kann ich auch nicht färben. Weißt du was? Ich frage ihn am besten, er würde auch wissen, was zu färben geht, oder? Da kann ich mir da was raussuchen. Warte mal. Kleidung wechseln. So, Habe ich meine Elektroausrüstung schon gefärbt? Weiß man nicht, ne? Ich könnte das ganze Kletterding, aber nö. Wie sieht es mit der Shika-Ninja-Rüstung aus? Kann ich die umfärben? Ja, ich kann mich stealthier machen. Cool. Und los. Ich sehe so bedöppelt gerade aus. Okay. Jetzt bin ich der Black Chica. Wenn ich nicht gerade was anderes bin, was ich jetzt aber bin, weil darum. Das da. Das da. Und das hier. Ich muss bei Gelegenheit mal die Dinger aufwerten.